Wir fahren gerade an einen unserer Lieblingsorte in Spanien. Und zwar nach Las Negras. Das ist ganz unten an der Spitze in Andalusien. Cabo de Gata. Auf jeden Fall die Region dort um Las Negras ist so wunderschön. Der Park, der ist so wunderschön. Aber der Weg dorthin, der schockiert uns jedes Mal. Und wir haben, oder ich habe zumindest im Moment das Gefühl, das ist schlimmer als im Frühjahr diesen Jahres. Das ist so irre. Ja, auf jeden Fall nehmen wir euch jetzt mit. Wir haben jetzt noch 16 Kilometer vor uns bis nach Las Negras und die zeigen wir euch jetzt. Steht hier überall schon alles voll. Gut, an dem abschüssigen Hang wollen wir jetzt eh nicht stehen, ne? Ja, aber ihr seht schon, das sieht ganz zauberhaft aus hier. Ich fahre jetzt mal rückwärts zurück hier, rückwärts zurück, ja. Und den Abhang zu dem Platz fahren wir auch nicht runter, also nehmen wir wie die letzten Male den Parkplatz in der Stadt. Da stehen auch welche. So, ja, wir sind da hinten jetzt wieder rausgefahren und parken jetzt auf dem Parkplatz, auf dem wir im Frühjahr schon standen. Da stehen auch 3, 4 Mobile, 2 Wohnwagen, 1, 2, 3 Mobile, 4 Mobile, doch, 4. Hier, das ist jetzt nicht so schön wie da oben und auch nicht so strandnah, aber besser wie gar nichts. Und wir hatten hier auch nie Probleme. So, wir sind jetzt zum Strand gelaufen und ich drehe mich einmal, dass ihr den Strand sehen könnt und da hinten das Örtchen Las Negras. Der Strand ist ja eigentlich gar nicht das Highlight. Das Highlight, danke Sascha. Das Highlight ist eher ein Strand weiter. Da gehen wir dann morgen hin oder nachher noch, mal schauen. Trotzdem genießen wir hier jetzt noch das Örtchen und schlendern ein bisschen durch. Sascha, mit den Steinen kann ich keine Dinge kommen. Genau.
laufen mal davor zur Menschenmenge. Die läuft so selbstbewusst vorne dran. Sieh dir an, das ist so nett. Como agua de cristal, así es el amor que yo llevo por dentro y me consumo cuando te sueño. Las mañanas junto a ti son como un cielo inmenso. So, wir haben jetzt hier einmal auf dem Parkplatz übernachtet. Da unten. Und die Kinder. Ruine und von hier oben hat man voll tolle Aussicht. Ganz genau, danke, Lisanda. Ich mache gleich ein Foto von dir. Ja. Der Lisanna hat mich genötigt, hier jetzt hochzuklettern am frühen Morgen. Haben wir jetzt gemacht. Scheint wohl eine alte Mühle zu sein. Da liegt ein Mühlstein. Schauen wir uns gleich mal an. Auf jeden Fall zeige ich euch jetzt mal die Aussicht von hier oben. Das sieht doch geil aus. Einfach nur geil. Für mein Empfinden. Ja. Seht ihr die zwei Parkplätze hier? Den einen, den wir nicht angefahren haben, und den anderen. Ja, so schaut's hier aus. Der Mühlstein ist kaputt. Da unten liegt der andere Teil vom Mühlstein. Oder das da ist der andere Teil vom Mühlstein. Das könnte auch ein Teil sein, ne? Der Tisch? Oder da, wo ich hochgekommen bin? Wir gehen jetzt gleich mal rein und gucken. Mhm. Da ist sogar noch eine kaputte Treppe, die stürzte. Mhm. Ja. Genau. Und wir sehen uns gleich wieder. Ne? Ne? Und wir sehen uns gleich wieder, wenn wir zum Strand fahren. Gefahren sind. Wir gehen erst zum Strand, Schatz. Ja, Aurelia will schon klettern. Die möchte hier hochklettern. Ich jetzt aber nicht. Wir klettern auf der anderen Seite. Ja, heute ist ein bisschen voll. Der ist im Sommer, glaube ich, immer ganz voll. Wir waren jetzt im Frühjahr, als wir hier waren, war es schön leer. Du willst da laufen? Kannst du nachher mit dem Papa mal sprechen? Genau. Wir laufen jetzt zum Strand. Gucken, ob da
noch ein bisschen Platz ist in der kleinen Badebucht. Da ist so eine nette kleine Badebucht. Seht ihr hier hinter uns den Strand? Das ist ein naturbelassener Strand, der ist so wahnsinnig schön. Der ist jetzt halt heute ein bisschen voll. Also eigentlich ist er nicht voll, aber es sind schon ganz schön viele da. Und deshalb laufen wir hier jetzt oben den Klippen entlang so ein bisschen spazieren und schauen, ob wir eine kleine Bucht finden. Eigentlich wissen wir ja schon, dass es eine Bucht gibt. Ja, wir wissen, dass es eine Bucht gibt. Wir gucken aber, ob da jetzt jemand ist oder nicht, weil die ist recht klein. Da hinten haben wir jetzt so eine Festung, das findet der Lisanna total cool. Das war so eine Festung gegen Piraten. So, da gehen wir jetzt runter. Das sieht echt traumhaft aus von hier oben. Das Wasser ist ganz klar. Das ist alles gut. So, wir waren jetzt eben in der Bucht. Das hat sich herausgestellt, dass die Bucht zum Nacktbaden gedacht ist. Ja, so FKK und so. Ich war da noch ein bisschen da. Der Sascha ist mit den Kindern zum anderen Strand rüber. Oh, weil, ja, war halt so. Auf jeden Fall bin ich jetzt mal ganz hoch geklettert auf so eine Klippe, um euch hier die Aussicht zu zeigen und zu zeigen, wie wunderschön das hier ist. So, jetzt passt mal auf. Muss ich das mit der Kamera hinkriegen? Einmal. Hier, wir waren baden, wandern, die Kinder sind durch, die Auri, die weint jetzt, die ist ganz müde, die Kinder sind total fertig und Sascha und ich auch. Wir trinken jetzt noch einen Kaffee und fahren weiter raus aus dem Park. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wir haben euch ein bisschen Lust auf den Park hier gemacht. Ist auf jeden Fall wunderschön, es lohnt sich, hierher zu kommen. Man kann hier richtig die Seele baumeln lassen. So, und ich muss jetzt Schluss machen. Also, Daumen hoch, abonnieren nicht vergessen. Tschüss.